Das Tor in eine andere Welt. Salve Divinorum. Best-ofs aus den Trip-Berichten. Zweiter Teil der Salvia-Bibel von Kleiner Kiffer 84. Und hier die ultimative Querverbindung, warum diese Trip-Berichte mehr sind als ein Kopfkino und so wichtig sind. Siehe Hörbuch Klartraum 000, das ist es. Die Matrix verwandeln. Dissoziation, Salvia, Portale, Parallelwelten und wie du damit zum Schöpfer wirst. Weil dann all die Zusammenhänge kristallklar und gelegt sind und dich dort zu erinnern, wo wir eigentlich herkommen und dass wir nie aufgehört haben, Kind zu sein. Liebe zu sein. Genau, und das gibt's als extra Auftakt-Hörbuch. Und hier geht's direkt weiter mit den Berichten von KK84 aus dem, was ich wirklich Salvia-Bibel nennen darf. Erklärungsversuche der Salvia-Göttin. Januar 2009. Sehr interessanter Trip mit 20-fach Extrakt. Ich wählte absichtlich eine sehr geringe Dosis. Ich weiß, wie enorm mächtig Salvia ist und wie stark dieses Konzentrat ist. Also wog ich mir nur 0,01 Gramm, also ein Hundertstel von einem Gramm, davon ab. Das Ganze in die Bong und dann begab ich mich hinunter zu der alten Holzhütte beim Teich. Dort ist das Set genial. Die Grenze zwischen unserer Welt und der Salvia-Welt bestand diesmal aus einer dünnen Glaswand beziehungsweise einer Art zweidimensionalen Membran. In dieser Glaswand war ein Loch, das so aussah, als hätte jemand mit einem Stein hier das Glas eingeschlagen. Durch diesen Spalt wurden ich und unsere Realität hindurchgezogen. Ich und meine Umgebung waren fusioniert und hatten eine Art leintuchartige Konsistenz angenommen. Die Salvia-Göttin nahm das Stück Realität, das schon in der Salvia-Welt drüben war, und zog dann mit aller Kraft daran, sodass ich ebenfalls noch etwa bis zur Hälfte hinübergezogen wurde. Während ich durch dieses Loch im Glas hindurchgezogen wurde, spürte ich deutlich, wie das Glas auf der Haut geschnitten hat. Die Salvia-Göttin sprach telepathisch zu mir. Jetzt wurde mir klar, was die Salvia-Göttin mir zeigen will. Sie wollte mir zeigen, was die Salvia-Welt ist. Ich lauschte ihr also gespannt und wartete ab. Der Boden in der Salvia-Welt wurde daraufhin halbtransparent. Unter dem Boden schwebte eine gelblich-kristallin leuchtende Glaskugel in einem endlosen Raum. Ich blickte sie an und wusste, dass diese Kugel eine Art Weltengenerator ist. Aus ihr entspringen Universen. Zum Beispiel unser Universum, die Salvia-Welt und so weiter. Ich konnte hinter die Kulissen der Realität blicken, sah quasi die Matrix. Die Salvia-Göttin flößte mir unentwegt weiterhin Gedanken ein, die die Salvia-Welt erklären wollten. Ich vermute, es war ihr Wunsch, dass ich für einen Moment so denken kann wie sie und dann verstehen, was die Salvia-Welt ist. Und je mehr man sich in diese Entität, in diese Pflanze hineinfühlt, umso mehr wird man sie, umso mehr nimmt man die Mechaniken an und versteht alles, sieht alles, kann, und wir werden es später nutzen können, um alle Realität zu formen. Es wartet nur darauf, wirklich sich zu erwecken wie eine Mumie des Pharao aus dem Schlaf. Weiter in den Berichten, KK84 drüben in der Salvia-Welt. Habe ich andere Salvianauten auf der Reise getroffen? Februar 2009. Schöner Trip mit 0,2 Gramm Blättern. Ich spring hier rein. Es zog mich heftig nach links. Dann spürte ich auch schon diese weiblich-göttliche Aura der Salvia-Göttin. In Gedanken sprach sie zu mir. Ich bin ja schon da, ich bin ja schon da. Du musst geduldiger werden. Ich zieh dich schon zu mir rüber. Aber Geduld ist das Wichtigste. Es zieht dich schon rüber, warte nur ab.
Links von mir manifestierte sich ein schwarzes Loch. Ein ganz klassisches schwarzes Loch, so wie man es von Astronomie-Illustrationen kennt. In dieses Loch wurde ich wie in einen Strudel hineingezogen. Jetzt sah ich für 1 bis 2 Sekunden was sehr paradox und im nüchternen Zustand kaum zu begreifen ist. Um den Ereignishorizont des schwarzen Lochs herum hatte sich eine Art Aura formiert, die aus abstrakten Begriffen bestand, die plötzlich materielle und optische Eigenschaften angenommen hatten. So eine Art von Metamorphose ist mir noch nie aufgefallen. Jeder Teil dieser Aura war etwas Abstraktes, wie zum Beispiel Erinnerung, Zeit, Raum, Emotionen und so weiter. Um das schwarze Loch herum war was, das so aussah wie ein zusammengebogener Maschendrahtzaun oder was anderes Netzähnliches. In diesem Gebilde befanden sich einzelne farbige Fragmente. Jedes dieser Fragmente war jetzt normale Materie, jedoch früher etwas Immaterielles, wie zum Beispiel die Erinnerung an ein Leben, die Zeit, der Raum, eine Emotion und so weiter. Ja genau, das ist drin gespeichert. Später auch so gut die Geschichte, die Verwandlung in ein Staubkorn und seine Gedanken. Okay, weiter hier. Ich stand mit diesen Fragmenten irgendwie geistig in Verbindung. Ich war teilweise sie alle gleichzeitig. Besonders intensive Informationen empfing ich von einem gelben Fragment oben. Dieses Fragment war die Erinnerung an ein früheres Leben eines Manns mittleren Alters. Für einen ganz kurzen Moment, vielleicht eine halbe Sekunde, konnte ich mit diesem Fragment das Leben einer Person, das sie geführt hatte, sehen, wissen, erleben. Ich kannte diese Person nicht, sie war männlich und lebte in einem Paralleluniversum, so viel weiß ich noch. Mittlerweile war ich zu etwa 70% in die Salvia-Welt hinübergezogen. Als ich nochmal in unsere Welt zurückblickte, sah ich vorm Eingang zum Schwarzen Loch eine Landschaft, beziehungsweise einen Ausschnitt aus einer Landschaft. Eine Wiese, eine Straße, im Hintergrund ein Baum. Auf dieser Landschaft standen 2 Personen. Ein Mann mittleren Alters, der mir irgendwie bekannt vorkam, und ein Junge, der circa 5 Jahre alt war. Sie standen da, als würden sie auf den Bus warten. Der Mann sagte zu mir, »Wir wollen auch mitreisen. Wir wollen auch wissen, was die Salvia-Welt ist.« »Glaubst du, wir warten umsonst hier?« Ich versuchte dann, ihm mit eigenen Worten zu erklären, was die Salvia-Welt ist. Doch ich musste sehr schnell einsehen, dass das nicht möglich ist. Mir fiel absolut keine verbale Beschreibung ein. Dann ließ die Wirkung allmählich nach und ich öffnete die Augen. Ich schwitzte stark. Für 20 Minuten hatte ich noch deutliche Nachwirkungen. Ja, hier, statt jetzt mal wieder in unsere Realität zurückzukehren, bleiben wir jetzt mal da. Bei dem Bild. Jedes dieser Fragmente war jetzt normale Materie, war jedoch früher etwas Immaterielles, wie zum Beispiel die Erinnerung an ein Leben, die Zeit, der Raum, eine Emotion und so weiter. Ich war diese Fragmente alle gleichzeitig. Was Salvia uns zeigen will, das ist wie in der Akasha-Bibliothek alle Erinnerungen aller Bilder. Ist es der Zugriffscode? Noch bevor Bewusstsein entscheiden kann, ist das ein reiner Ist-Zustand. Das ist die Eigenschaft dieser Pflanze zu verstehen und zu installieren. Darin flattert sich alle Formwandelbarkeit, Realitätenerschaffung und kombiniert mit DMT die höchst schwingendste Frequenz und Symphonie des Aufwachens, die es je geben kann. Da steckt Kristall drin. Alles Licht, alle Wiedergeburt und alles aus Liebe. Alles ist kodiert in Emotionen, in Ereignissen, in Sprache, die nicht an Wörter gebunden ist. Wir gehen in diesen reinen Zustand, wo wir herkommen und wirbeln und wissen, wir sind ganz bei uns. Das ist alles in dir. In mir. Ein Traum. Ja, und die Salvia-Göttin zu assimilieren, einzuverleiben,
ist der absolute Zündfunke. Und Salvia ist ein Raum- und Zeit verformendes Lebewesen, das wir auch sind. Erschaffe den Kontext, in dem du leben möchtest. Und du weißt, es geht über diesen unglaublich hohen Frequenzton, den du hältst, mit dem du in Resonanz gehst, den du lebst. Und plötzlich wird sich die Welt um dich verwandeln. Dessen kannst du dir sicher sein. Interessante Unterhaltung mit der Salvia-Göttin. März 2009. Sehr lehrreiche Salvia-Reise. Im nächsten Moment öffnete sich das Tor in die Salvia-Welt. Eine Art Wurmloch, in die ich hineingezogen wurde. Aus dem Tor schaute eine ältere Frau mit einem roten Kopftuch heraus. Ich fragte sie, bist du die Salvia-Göttin? Sie antwortete, komm mit, ich muss dir was zeigen. Komm mit, komm, komm. Ich ließ mich fallen und trieb weiter in die Salvia-Welt hinüber. Als ich etwa zur Hälfte drüben war, spürte ich wieder im Körper diese dünne Membran, durch welche unsere Welt und die Salvia-Welt voneinander getrennt sind. Eine Art dünne, scharfe Glasscheibe. Aus dieser Glasscheibe war jetzt ein unförmiges Stück herausgebrochen. Das stellte sich gleichzeitig als Rand zum Wurmloch in die Salvia-Welt dar. Ich spürte im Körper sehr intensiv, wie das scharfe Glas über die Haut glitt. Während ich hinübergezogen wurde, sagte die Göttin zu mir, »Deine Realität ist nur eine von unzählig vielen. Vergiss jetzt kurz deine Realität und komm zu mir mit.« Das war in der Tat ein sehr überwältigendes Gefühl. Als ich zwischen diesen zwei Welten stand, erschienen mir beide absolut real und existent. Die Salvia-Welt genauso wie unsere. Und wer weiß, wie viele Welten es noch gibt. Ich bekam hier so richtig das Gefühl, von Parallelwelten zu spüren. Dann wurde ich ganz hinübergezogen. Ich war jetzt also vollkommen drüben in der Salvia-Welt und sah die Glaswand oder Membran, die unsere Welt von der Salvia-Welt trennt, jetzt von der anderen Seite. Auf dieser Glaswand war eine sehr dicke Tapete, die aus vielen Schichten bestand. Sie war bläulich-weiß und halb durchsichtig. Sie bestand aus vielen Schichten. Ich spürte, dass jeder dieser Schichten eine Tapete, eine Art Baustoff für unsere Welt ist. Die Salvia-Göttin zog diese Tapete, die jetzt eine gummiartige Konsistenz bekam, von der Wand runter und rollte sie auf, so als würde man ein großes Blatt Pergamentpapier aufrollen. Während sie dastand und das aufrollte, sagte sie zu mir, »Du hast doch bestimmt noch eine Minute eurer Zeit für mich Zeit. Eine Minute von dem, was ihr in eurer Welt als Zeit bezeichnet.« Ich sagte darauf, »Natürlich habe ich für dich Zeit, kein Problem.« Ich sah ihr noch weiter dabei zu, wie sie diese Tapete aufrollte. Es dauerte ziemlich lange. Und fragte sie dann, »Was machst du da eigentlich?« Sie antwortete, »Das siehst du doch. Ich rolle die Raumzeiten auf. Ich mache hier ein wenig sauber.« Im nächsten Moment folgte wieder eine Salvia-Vision. Ich hatte für einen Bruchteil einer Sekunde das Gefühl, die Welt zu verstehen. Und zu verstehen, woher alles kommt, was die Welt in ihrem Innersten ist. Das war so eine Art von Erleuchtung oder Aha-Effekt. Dann ließ die Wirkung rasch nach und ich kehrte in unsere Welt zurück. Ich schwitzte noch sehr stark. Alles war klatschnass, die Umgebung bebte noch. Es zog mich noch etwas nach links und die Nachglühphase dauerte noch circa 15 Minuten. Hier Erinnerung des Beben ist auch was, was ich sehr, sehr tief kenne. Das Beben, wenn die Realitäten in den Zellen beginnen, alle aufzuspalten, alle aufzubrechen, alle wie ein Zipper. Und du bist plötzlich all das. Das ist mit einer Vibration verbunden. In jeder Zelle und auch in aller Materie um dich herum. Das ist ja das Krasse, dass es nicht nur dein Körper betrifft, sondern alles,
Du hockst ja in deiner Projektion deines Bewusstseins. Na, und da machst dein Körper dann sehend und fühlend und verstehend. Und dann irgendwann, ja, diese Sprache und die Mittel, die wir hier gerade nutzen, um uns diese Innenraumbotschaften zu übermitteln, das waren alle schöne Geschichten. Doch wir werden einen Existenzzustand erreichen, in dem wir das als bewusste Existenzen erleben können und reinschlüpfen und rausschlüpfen. Bewusstsein ist nicht an Materie gebunden. Wir sind reiner Geist, erschaffend aus Liebe. Und KK84 schreibt hier noch, desto näher beginne ich mich auf den Reisen dem zu nähern, was man als den Ursprung, die Singularität bezeichnen könnte, aus dem alle Welten und Universen entspringen. Dieses Weltverstehen-Gefühl, das ich für die Bruchteile von Sekunden auf der Reise immer habe, wird tendenziell immer intensiver und konkreter. Kennt ihr dieses Gefühl auch, für einen ganz kurzen Moment auf der Salvia-Reise einen Geistesblitz zu haben und den Ursprung allen Seins zu verstehen? Vielleicht sind wir hier die Pioniere auf dem Gebiet. Ja, und da muss ich wirklich mal danken für die Pionierarbeit und auch an die Salvia-Community, an die Foren, die damals, als es verfasst wurde, noch aus einer kleinen Gruppe bestanden, die damals die Pionierarbeit geleistet haben. Und das ist so schön, jetzt kommt es ans Licht und darf sich erfüllen. Ja, du bist der Mechanismus des Mechanismus. Du bist die Struktur hinter der Struktur. Und es lässt sich nur telepathisch über Bilder übermitteln. Das ist die Verwandlung, die hat nämlich auch viele Gesichter. Ich bin nur eine von 100.000 Erlebnissen und Stimmen und Geschichten. Und gleichzeitig bin ich sie alle. Das heißt, an die Schwarmintelligenz angeschlossen zu sein. Wie ein Plugin-Kabel in der Matrix. Und PS, den Stecker zu ziehen, heißt einfach dir klar zu sein, dass du auf Reise gehen kannst, auf multidimensionale, göttliche, du wirst die Struktur aller Struktur. Und dort kannst du dich entscheiden, wirklich bewusst, dass du eben halt nicht mehr zurückkommst in diese Realität. Dass das anders war und du baust alles so auf, wie es dir beliebt. Diese Botschaft muss da durch. Und das ist was wirklich, das kann man körpereigen erreichen mit Fasten, Höhle, TOS-Programm. Ich spreche es vielleicht sogar noch ein. Absolut in Ausnahmezustände gehen. Oder eben, was uns die Natur bereitstellt, über die Krötengottheit zum Beispiel, Bufo Alvarius, 5-Meo-DMT in Kombination mit Salvia. Das ist buchstäblich eine Zeit- und Realitätsmaschine. Strahl. Ist das schon so ein, ja, das kommt und dann gibt es kein Facebook mehr und kein sonstes mehr, dann gab es das alles gar nicht. Dann geht man komplett auf Neuerschaffung. Die ganze Welt da draußen mit all ihren Geschichten und Parallelwelten. Sobald du an einem Fleck bist in der Natur, wo du nichts dergleichen siehst oder hörst, lass den Facebook-Stream draußen. Dann merkst du, wie alles in deinen Gedanken platziert ist, in der Sprache, in den Emotionen. Und da kannst du dann wie die Salvia-Göttin sauber machen, die Realitäten aufrollen, die Fraktale ein- und ausklappen, wie es zum Beispiel die Bilder von MC Escher ins Bewusstsein gesät haben. Das ist so toll, darum werde ich ja die Berichte auch ein bisschen quer mischen. Eine der letzten Geschichten von diesem Eiskristall in der Wüste ist ein absolut fantastisches Bild für, was Terence McKenna auch schon andeutete. Was wäre, wenn am Ende aller Zeit gibt es nur die platonischen Körper, sprich die Perfektion der Form und Geometrie multidimensional. Und die bist du. Und in ihr erschaffen sich ja alle Realitäten, liegt alles wie in den Waben, wie in den Wänden von einem Dolmengrab, von einer Pyramide, wie in deiner Haut. Das hat alles die gleichen Strukturen. Und dann nimmst du mal über längere Zeit einen Zustand ein, der diese heilige Geometrie ist und hält. Salvia hilft dir dabei, dass du von nichts anderes abgelenkt bist, weil das Bewusstsein frei ist, weil es nicht mehr gebunden ist an
mal eben Assoziationen mit dieser Welt und diesem Körper. Das war ja nur eine Geschichte für dein zukünftiges Ich, das formlos und form zugleich ist, das Zahl ist, das Gott ist, das Frequenz und Liebe ist. Alles gleichzeitig. Der Wahnsinn hat einen Namen. Salvia-Welt. April 2009. Komm doch mit nach Salvia. Oh mein Gott. Also er berichtet hier mal wieder von einer heftigen Reise und dass sich diesmal die Toleranz gegenüber Salvia nochmal verringert hat. Mit 0,2 Gramm Blättern ging es nicht nur wie bisher auf Level 4 bis 5, sondern damit heute auf Level 7. Zunächst spürte ich noch das Membran, welches unsere Welt und die Salvia-Welt trennt, wie es mich irgendwie in der Mitte auseinanderschneidet, und im nächsten Moment war ich vollständig drüben. Da war auch schon die Salvia-Göttin da. Dieses Gefühl von Transzendenz, das jetzt kam, toppt jede zuvor gespürte Entitätenpräsenz. Es war ein undefinierbar heilig, göttlich, respektables Gefühl. Stellt euch den allerheiligsten Ort vor, an dem ihr jemals gestanden habt. Irgendein mächtiges Denkmal, Jahrtausende alt, zu Ehren des mächtigen Gottes, seinerseits erbaut. Ihr steht ehrfürchtig vor dem Gebäude. Jetzt nehmt dieses Gefühl, multipliziert es mal 1000 und es kommt wahrscheinlich immer noch nicht ran. Dieses Gefühl von Transzendenz, von absoluter Allmacht, war gigantisch und nicht näher beschreibbar. Die Salvia-Göttin sagt zu mir, komm doch mit nach Salvia, komm doch mit nach Salvia, komm doch mit nach Salvia. Dieser Satz wurde die ganze Reise über immer und immer wieder in einer Endlosschleife wiederholt. Immer und immer wieder. Jetzt sah ich mich erstmals in der Salvia-Welt etwas um. Als ich genauer hinsah, stellte ich fest, dass ich nicht direkt in der Salvia-Welt war, sondern in einer Art Blase, halbtransparent, welche durch die Salvia-Welt trieb. Die Salvia-Göttin, so gab sie mir zu verstehen, hatte heute eine Art Behälter für mich geformt, ähnlich wie wenn man mit einem Schiff über das Meer reist. Im Hintergrund immer noch diese dröhnend laute, schallende Stimme, komm doch mit nach Salvia, immer und immer wieder. Die Blase, in der ich mich befand, war mit einer Art neongrün leuchtenden Spinnenweben oder sowas ausgekleidet. Man konnte etwas durch die schimmernde Oberfläche hindurchsehen. Auf der anderen Seite sah ich unsere Welt sowie die mich umgebende Salvia-Welt. In unserer Welt lag mein Körper drüben, der sich jetzt in eine Art Schraube oder Bohrer verwandelt hatte. Er versuchte sich wie durch einen Luftballon oder wie durch eine Mauer hindurch zu bohren, in die Salvia-Welt, um dem Geist zu folgen. Doch das gelang ihm nicht richtig. Die Salvia-Göttin gab mir zu verstehen, dass der Körper nur eine völlig belanglose Hülle ist, die man eben als eine Art Werkzeug hat, wenn man in unserer Realität lebt. Dieses absolut allmächtige Gefühl der Salvia-Göttin wurde noch immer stärker. Als ich in der Blase war, umschloss sie mich wie ein Hauch, als würde man einen Schmetterling sanft in den Händen halten und umschließen. Gleichzeitig strahlte sie eine gigantische, respekteinflößende Macht aus. Keine Atomwaffe der Welt könnte ihre Oberfläche ankratzen. Sie ist gütig, friedlich, unendlich, unabhängig von Raum und Zeit, überall allmächtig. Sie schenkt einerseits unbeschreibbare Geborgenheit, Wärme und Licht, und andererseits ist sie eine absolut unbesiegbare Allmacht. Sie ist eine Göttin. Ich sah wieder durch die Blase hindurch in meine Realität. Mein Körper war weiterhin ein Bohrer, eine Schraube, der sich um die eigene Achse drehte und schließlich von der Bank runterfiel. Jetzt wurde es richtig anstrengend. Ich fusionierte mit der Blase, in der ich war, und die Salvia-Göttin umgab mich nach wie vor wie ein sanfter Hauch. Jetzt begann sie mir auf eine Art Telepathie in meinen Geist Informationen einzuflößen. Stellt euch vor, das Wissen einer ganzen Bücherei, voll hochkomplizierter Fachliteratur, wird euch mit einer Spritze auf einen Schlag hineingepumpt. Das konnte ich jetzt nicht mehr verarbeiten. Außerdem war das eine vollkommen verquerte Logik, für die ich jetzt keine Worte finde. Dann begann der Höhepunkt allmählich nachzulassen,
Der Geist kehrte langsam wieder in die irdische Welt und in den Körper zurück. Als ich die Augen öffnete, war ich völlig durcheinander. Ich wusste nicht, wer ich bin und was ich hier mache. Ich spürte, dass ich im Nacken und hinterm Schulterblatt eine Zerrung habe. Offenbar habe ich mich zu stark verdreht bei dem Versuch, als Schraube mich durch die Dimensionen zu bohren. Ich war patschnass. Ich schwitzte so stark, dass sogar die Jacke durch den Pullover hindurch nass war. Den Pullover hätte man auswinden können, so nass war er. Es dauerte noch etwa 30 Minuten, bis ich richtig realisierte, dass ich ein Mensch bin, dass heute Montag ist, dass wir 2009 haben und ich gerade Salvia geraucht hatte. In den 30 Minuten kroch ich draußen im Gebüsch herum und fragte mich immer wieder, wer ich bin, wie ich hierher komme. Bin ich etwa gerade gestorben? Oder doch nicht? Oder doch? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Dann ließ die Wirkung nach und ich ging duschen. Ich danke Salvia für diese Erfahrung. Sie war sehr lehrreich, auch wenn sie heute wirklich extrem anstrengend war. Was diese Reise so derart überwältigend machte, war das unbeschreibbar starke Gefühl von Transzendenz, gepaart mit der unbeschreibbaren Informationsflut. Salvia toppt einfach alles. Die Salvia-Welt ist alles, auch deine Garage. Interessante Reise mit Salvia Joint. Ich beugte mich etwas in die Salvia-Welt rüber und sah, wie dieser Realitätsfetzen aus unserer Welt immer mehr in die Salvia-Welt gezogen wurde. Auch meine Garage, die in der Realität 500 Meter entfernt ist, war Bestandteil dieses Fetzens und wurde reingezogen. Die Garage sah ebenfalls salviermäßig entfremdet aus. Sie war es, aber sie war es doch nicht. Sie war aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Leben, aus einem Paralleluniversum. Ich fragte dann die Göttin, seit wann sieht's denn bei dir aus wie in meiner Garage? Darauf sagte sie, die Salvia-Welt ist alles, auch deine Garage. Überhaupt suggerierte mir Salvia heute die ganze Reise über die Botschaft, dass alles alles ist. Das heißt, es stammt alles vom gleichen Ursprung ab. Wirklich alles, jede Welt. Und die Realität ist nicht so statisch definiert, wie man es im Alltag glaubt. Die Realität ist chaotisch, nicht exakt definiert, durcheinandergewürfelt, ja schon fast quantenphysikalisch. Erst unser Gehirn baut daraus ein subjektives Modell, ein Konzept zusammen, das wir halbwegs verstehen und in Worte fassen können. Dann klang die Wirkung wieder ab. Danach fühlte ich mich noch circa 15 Minuten lang entfremdet, so als würde ich das Leben einer anderen Person leben und in einer anderen Zeit leben. Interessant ist auch, dass die Hälfte des Körpers, der in der Salvia-Welt war, geschwitzt hat und die andere Hälfte, die in der Realität war, trocken war. Ich ließ das Ganze noch etwas auf mich wirken und ging dann nach Hause, um diesen Bericht zu verfassen. Die Realität ist beliebig verformbar. Juli 2009, meine heutige Reise. Ich springe hier rein. In der Salvia-Welt drüben befand sich diesmal eine Möbeleinrichtung, die mich an einen Raum im 18. Jahrhundert erinnerte. In der Mitte des Raums stand ein altes hölzernes Spinnrad. Die Salvia-Göttin betätigte dieses Spinnrad mit einer Kurbel und in dem Moment, als sie das tat, wurden sowohl ich als auch ein Fetzen der mich umgebenden Realität aus unserer Welt in eine Art zähflüssigen Faden oder sowas in der Art verwandelt und auf diesem Spinnrad aufgerollt. Das fühlte sich so krass und verspult salviermäßig an, dass ich das jetzt nicht näher in Worte fassen kann. Ich und ein Teil der mich umgebenden Realität wurden in einen Faden verwandelt und auf diesem Rad aufgerollt, so wie wenn man ein Kabel auf der Kabeltrommel aufrollt. Die Salvia-Göttin sagte währenddessen, die Realität ist beliebig verformbar. Ich würde gern alles zu mir rüberziehen. Jetzt war ich zu 90% in der Salvia-Welt drüben und mich überkam, als sie diesen Satz gesagt hatte, ein sehr heftig göttliches und salviermäßig Weltbild erschütterndes Gefühl. Plötzlich war das total klar und logisch. Ja, natürlich, die Realität ist beliebig verformbar. Es ist gar nichts Besonderes, die Realität zu einem Wollfaden auseinanderzuziehen
und auf einem Spinnrad aufzurollen. Mein Gott, das ist das Normalste, was es gibt. Gleichzeitig musste ich lachen, weil das so durchgeknallt war. Aber es erschien mir logisch. Mir wurde auch klar, wie subjektiv, temporär und zerbrechlich unsere Realität ist. Die Realität ist nichts anderes als eine kleine Manifestation in einem wesentlich komplexeren, schier unbegreifbaren System. Da klang die Wirkung allmählich aus. Ich öffnete die Augen und hockte komplett verdreht da. Ein Bein war auf der Bank, eins kniete am Boden. Der Kopf lag am Oberschenkel. Dann stand ich auf, war patschnass vom Schwitzen und hatte eine Zerrung im Nacken, weil ich mich beim Versuch, um dieses Spinnrad zu wickeln, stark verdreht hatte. Ich taumelte erstmal auf die Wiese hinaus, um das Ganze zu verarbeiten. Dort hatte ich noch für 15 Minuten das Nachglühen, bei dem ich ständig das Leben einer anderen Person lebte. Dann ging ich nach Hause. Vor kurzem hatte ich auch in einer Reise die Botschaft bekommen, dass alles alles ist. Was übertragen auch bedeutet, dass die Realität beliebig verformbar ist. Nichts ist beständig. Alles kann in alles verwandelt werden. Nur in unserem Alltagskopf scheint die Welt starr und beständig zu sein. Stufenweise Erkenntnis. August 2009. Meine heutige Salvia-Reise mit Bong. Ich springe hier rein, denn er stellt fest, das Ganze erschien mir wirklich wie eine Schule oder wie eine Art Sitzung, wo man sich schrittweise einem gigantischen kosmischen Geheimnis nähert. Diese Sitzungen werden dann immer nahtlos fortgeführt, sobald man wieder drüben ist. Er beschreibt eben, dass die Göttin wieder das gleiche gemacht hat wie beim Trip zuvor, dass sie die Realität und ihn in die Länge zog und wie einen Faden auf einem hölzernen Spinnrad aufrollte. Dann folgte zunächst wieder die Erkenntnis, die ich beim letzten Trip auch schon hatte, nämlich, die Realität ist beliebig verformbar. Doch diesmal ging es dann noch eine Stufe weiter. Ich erkannte plötzlich, dass die Realität, besser gesagt unser Universum, die Oberfläche eines anderen Gebildes ist, das ich nicht näher beschreiben kann. Ich war ein Teil dieser Oberfläche, weil ich ja zu dieser Welt, zu dieser Realität gehöre. Unser gesamtes Universum schwebte jetzt wie eine Seifenblase durch die Salvia-Welt. Und genau an der Stelle unseres Universums, wo ich an der Oberfläche saß, berührte es die Salvia-Göttin und zupfte daran herum, so als würde man an einem Leintuch, das über ein Bett gespannt ist, herumzupfen und ein Stück davon hochziehen. Das führte jedes Mal wieder dazu, dass es mich und die umgebende Realität total nach links verzogen hat. Die Realität ist also beliebig verformbar. Gleichzeitig strahlte sie weiterhin das Gefühl von gigantischer Macht aus. In diesem Moment konnte ich mich sehr klar an die Erkenntnisse der letzten Reisen erinnern. Ich erkannte, dass es Sinn gemacht hatte, mich stufenweise an die volle Macht ranzutasten. Auch die Salvia-Göttin gab mir das in dem Moment zu verstehen. Es war, als würden die vergangenen Reisen plötzlich total Sinn ergeben. Eine stufenweise Erkenntnis. Die Realität ist eine belanglose Oberfläche. November 2009. Meine heutige Reise. Links von mir in der Salvia-Welt schwebte die Salvia-Göttin in Form einer halbtransparenten, feeähnlichen Gestalt. Ab jetzt wird es sehr schwer zu erklären. Ich erkannte wieder, dass die Raumzeit bzw. die Realität an sich eine Substanz hat und nicht einfach nur Größen sind. Die gesamte Umgebung inklusive Länge, Breite, Höhe, Zeit bekam die Konsistenz von Gummi oder Plastilin oder sowas in der Art. Ich erkannte, dass man die Realität verformen kann wie ein Stück Plastilin. Die Göttin sagte, die Realität ist nur eine belanglose Oberfläche. Das Ganze demonstrierte sie mir noch metaphorisch, indem sie Bäume im Garten ausgerissen hat. Sie meinte im übertragenen Sinn, dass man sozusagen all das hier ignorieren kann und es wegwerfen kann, weil es belanglos ist. Wir und die Salvia-Welt sind quasi Nachbarn, wie die zwei Gärten, in denen sich dieses Szenario abspielte. Aber beide sind nur belanglose, mögliche Ausprägungen einer möglichen Realität. Im Garten der Salvia-Welt standen einige Bäume. Es waren Birken,
die aber nicht normal wuchsen, sondern kopfüber dastanden. Das heißt, der Wipfel war in der Erde und die Wurzeln in der Luft. Die Göttin riss diese Bäume aus, zerkleinerte sie etwas und warf sie dann ins Nichts. Während sie das tat, empfand ich immer wieder sehr intensiv das Gefühl, dass sowohl unsere Welt als auch die Salvia-Welt nur Teil einer Oberfläche eines komplexeren Gebildes ist. Wie ein Sandkorn am Strand. Im nächsten Moment verwandelte ich mich in eine Fichte. Ich war eine große und alte Fichte, bestimmt 100 Jahre alt, und stand auf einem schattigen Hügel in dem Garten. Das Ganze ist in nüchternem Zustand jetzt schwer nachzuvollziehen, aber ich konnte in diesem Moment die Wurzeln, Äste und Zweige wirklich als meine Körperteile spüren. Genauso wie man im Alltag Finger und Zehen spüren kann. Dann ließ die Wirkung rasch nach und die Salvia-Göttin meinte, dass es jetzt Zeit wäre zu gehen, weil ich für heute genug gesehen habe. Sie riss mich aus dem Boden heraus, schleuderte mich herum und warf mich über den Zaun rüber in meine Welt, in der ich mich wieder in einen Menschen verwandelte. Dann öffnete ich die Augen. Ich lag total verdreht am Boden und schwitzte. Dann ging ich hinaus und versuchte, das Ganze erstmal zu formulieren und zu verarbeiten. Ich fühlte mich geistig erfrischt und erleuchtet. Die einzelnen Realitäten sind nur wie Länder, Gärten, Papierschnipsel, die auf einem höherdimensionalen, kugelförmigen Gebilde angeordnet sind. Du bist ein Mecht Myangi Chö. März 2010. Gerade von einer Reise zurück. Jetzt wird's hart. Mich reißt es gewaltsam aus dem raus, was wir Leben oder Realität nennen. Ich schwebe in einem unendlichen Raum, der so grau, schwarz, bunt, undeutlich ist. Wie eine Konstruktionshalle scheint. Etwas neblig. Sehr vertraut. Vor mir sehe ich eine Art Rad drehen. Dann gibt es mir einen erleuchtenden, respektvollen, göttlichen Stich, der durch Mark und Bein schießt. Jetzt weiß ich, was das ist. Es war eine Art 360 Grad aufgeschlagenes Buch, bei dem aber trotzdem alle Seiten ganz eng beieinander klebten. Das Ganze sah aus wie ein Rad, das auf einer Vorrichtung war und sich drehte. Jede Seite dieses Buchs war eine Realität. Aus einer Seite komme ich. Die Salvia-Göttin ist meine Mutter. Ich meine nicht meine Mutter auf Erden, sondern meine Mutter. Die Mutter von uns allen. Wir kommen alle von dort her. Wenn wir geboren werden, kommen wir aus diesem geistigen Raum auf eine Seite in diesem Buch und wissen vom ganzen Drumherum nichts mehr. Wenn wir sterben, kommen wir aus der Buchseite heraus und kehren zum Schöpfer zurück. Ich fühle mich wie ein kleiner Junge, der von einem langen Ausflug kurz zu seiner Mutter zurückkehrt. Die Welt, die man auf Salvia sieht, ist die Heimat. Daran habe ich keinen Zweifel. Salvia ist keine Droge. Salvia ist kein Rauschmittel in dem Sinn. Salvia lässt einen nur kurz heimkehren, vom Ausflug, den wir Leben nennen. Das ist Salvia. Und ich habe hier notiert, Salvia ist die Schale, in der es stattfindet. Sie ist die Form, die gebiert. Dann fing sie an zu lachen, obwohl sie immer noch etwas verärgert war, weil ich sie über irgendwas gestört habe. Sie war dabei, dieses Rad zu drehen, und es kam mir vor, als würde sie eine bestimmte Seite in diesem Buch suchen. Ich sagte, tut mir leid, dass ich dich mit dem Trip gestört habe. Sie sagte dann, ach was, das ganze Leben ist doch nur eine Störung. Dann wurde sie immer besser gelaunt und lachte und lachte. Dann flaute die Wirkung ab, ich torkelte zum PC rüber und fang an zu schreiben. Mit Salvia Joint total abgehoben. Mai 2010. Meine heutige Salvia-Reise. Jetzt wurde der Trip so heftig. Es war dermaßen akausal, also nicht kausal, und gleichzeitig spürte ich eine Form von göttlicher Präsenz. Was ich noch am deutlichsten in Erinnerung habe, ist, dass Raum und Zeit vertauscht waren. Ich dachte darüber nach, ob ich jemals wieder normal werden würde, denn ich erinnerte mich ja nicht daran, dass ich Salvia geraucht hatte.
Dann kam ein Mann mit einem Maßband auf mich zu und kniete sich vor mich hin. Das Maßband ging räumlich in meine Kindheit an einem sonnigen Tag zurück. Und über die Gegenwart räumlich in eine nicht geschriebene Zukunft. Das Ganze war eben nicht die irdische Zeit, sondern die Zeit drüben hatte räumlichen Charakter angenommen. Ich hoffe, man kann sich das vorstellen beim Lesen. Der Mann vergewisserte mir dann, dass ich vor und nach dem Trip 10 Meter Zeit habe und das genug ist, um zurückzuspringen in meine Dimension. Ich versuchte diese Angabe irgendwie in irdische Alltagsangaben umzurechnen, doch das stellte sich als unmöglich heraus, weil alles, was ich als Zeit annahm, automatisch eine räumliche Längenangabe wurde und auch umgekehrt. Wenn ich mich in der Salvia-Welt umsah, dann waren Entfernungen nicht in Längenmaßeinheiten messbar, sondern Dinge waren zeitlich von mir entfernt. Das ist so krass, dass ich es jetzt kaum wiedergeben kann. Als die Wirkung abklang, öffnete ich die Augen. Ich wusste nicht, wo ich bin, wer ich bin und was hier überhaupt abgeht. Ich sah noch den halben Joint und das Feuerzeug liegen, aber ich wusste nicht, was das sein soll. Es dauerte bestimmt 30 Minuten, bis mir klar wurde, dass heute Freitagnachmittag ist, ich in dieser Welt hier normalerweise lebe und gerade Salvia geraucht habe. Heftig, heftig. Vor allem hat mich gewundert, dass mich ein halber Joint auf Level 6 bringt. Jedes Mal, wenn man denkt, man hat wirklich das Maximum an Wirkung erreicht, dann setzt Salvia noch einen drauf. Nimm möglichst viel von der Realität mit. August 2010. Meine heutige Reise. Es zog mich nach links, der Tunnel in die Salvia-Welt öffnete sich und ich spürte deutlich die Anwesenheit der Salvia-Göttin. Heute war es eine Frau mittleren Alters mit mütterlicher Ausstrahlung, die sehr vertraut war, so als würde ich zu ihr nach Hause zurückkehren. Die mich umgebende Realität wurde Richtung Salvia-Welt gezogen. Die Göttin sagte, nimm möglichst viel von der Realität mit. Dabei stemmte sie sich mit dem Fuß gegen die Membran, die zwischen unserer Welt und der Salvia-Welt ist, und versuchte möglichst viele Realitätsfetzen zu sich hinüberzuziehen und sie dann fadenförmig auf einem Rad aufzurollen. Das Rad sah aus wie ein Rad, auf dem man einen Gartenschlauch aufrollt. Nebenbei begannen Teile meines Bewusstseins, sich in verschiedene Zeiten aufzuspalten. Die einzelnen Bewusstseinsteile reisten in zeitlichen Fragmenten der frühen Kindheit. Hauptsächlich waren das Erinnerungen davon, wie ich mit meinem Vater im Wald wandern war. Ich wunderte mich, warum es heute in der Salvia-Welt drüben stockfinster war. Ich fragte die Göttin, warum es so finster sei. Daraufhin sagte sie, du siehst deshalb nichts, weil du nichts erwartet hast. Das ergab Sinn. Darüber musste ich dann noch den restlichen Trip nachdenken. Von einem fortgeschrittenen Salvia-Nauten erwartet die Göttin, dass man sich 100% der Salvia-Welt hingibt. Das war auch das Wesentliche, das ich aus dem heutigen Trip gelernt hatte. Man kann nicht ein bisschen auf Salvia trippen, im Sinne von nur ein Bier trinken. Salvia fordert das Ego oft stark. Die Göttin verlangt, dass man sich voll und ganz auf sie einlässt, wenn man in die nächste Bewusstseinsebene aufsteigen will. Es erscheint wie eine Art Prüfung des Egos. Du redest ja wie ich. November 2010, meine heutige Salvia-Reise. Ich stand in der Salvia-Welt drüben, noch ziemlich nah am Rand von dem Tunnel, der unsere Welt mit der Salvia-Welt verbindet, und hatte mich hier in ein Rad verwandelt, mit dem man einen Gartenschlauch aufrollen kann. Ich fühlte mich wie ein Strichmännchen auf einer zweidimensionalen Oberfläche, das plötzlich in die dritte Dimension aufsteht und begreift, dass es um ihn herum noch eine weitere Dimension gibt, die ihm noch nie aufgefallen ist. Genauso ging es mir mit den zusätzlichen Raumdimensionen. Gleichzeitig lebte ich mehrere Leben und in mehreren Parallelwelten gleichzeitig. In einer Ecke im Raum erkannte ich dann ein seltsam gleißendes Licht mit göttlicher Aura. Ich hatte sehr starken Respekt. Die Ecke war weiblich, sehr stark weiblich und göttlich, obwohl sie noch keine Person war, sondern nur eine Ecke. Es war die Salvia-Göttin in Form einer Ecke. Das war krass.
Ich versuchte, was ich da sah, laut mit Worten zu beschreiben. Aber so, es kamen nur so Formulierungen raus, die es nicht gibt. So Sachen wie Hörtchen, Turkey, Kneam und so weiter. Dann begann die Materie in der vorhin beschriebenen Ecke plötzlich humanoide Form anzunehmen. Die Salvia-Göttin sprang in Form einer Frau mit dem Kopf einer Katze aus der Ecke heraus auf mich zu. Die Salvia-Göttin nahm den Schlauch, der ich war, und rollte ihn von dem Rad runter, weiter in ihre Welt hinüber. Während sie das tat, verwandelte ich mich vom Schlauch zu einem PVC-Boden, der auch an einem Rad aufgerollt war. Die Salvia-Göttin zerrte an mir, sie zerrte mich tiefer und tiefer in ihre Welt hinüber. Dabei rollte mein irdischer Körper quer durch den Raum am Boden herum. Und ich kugelte quer durch den Raum. Ich bin der Meinung, dass die Erfahrung von Mal zu Mal heftiger wird. Jeder Trip ist der stärkste bisher. Ja, aber das ist, weil Salvia eine Negativtoleranz hat. Weil die Rezeptoren im Körper sich schon darauf einstellen, diese Wahrnehmung zu verstärken, auch körpereigen. Ich bin der Vian Trichli Kwan und nehme dich mit. Januar 2011. Meine heutige Salvia-Reise. Währenddessen wurde mein Respekt immer heftiger. Dann trat aus dem Boden eine Fläche mit einem Mosaik hervor, der aussah wie die Struktur von Marmor. Jedes Fragment in diesem Marmor war eine mögliche Realität, in welche man sich als geistiges Wesen, das ich ja jetzt war, reinkarnieren konnte, um dort materielle Gestalt anzunehmen und ein Leben zu führen. Diese möglichen Realitäten waren praktisch unzählig. Sowohl räumlich als auch zeitlich gab es keine Grenzen. Ich hätte eine Welt vor 1 Million Jahren wählen können oder auch ein Leben knapp neben unserem Alltag. Es war mir offen, wo ich inkarniere. Gleichzeitig merkte ich, wie frei der Geist eigentlich ist, wenn er nicht an einen Körper in einem Universum gebunden ist. Das war eine ungeheure Erfahrung, die jetzt beim Schreiben wahrscheinlich gar nicht so rüberkommt. Der Geist kann sich in die Unendlichkeit ausdehnen, ohne an irgendeine mathematische, physikalische oder dimensionale Grenze gebunden zu sein, wie man es aus dem Alltag kennt. Das Leben hier ist eine Entscheidung, die man irgendwann getroffen hat. Wir alle haben vor dem Leben die Entscheidung getroffen, uns hier in diesem einen Fragment hier zu inkarnieren. Wenn man wieder ein geistiges Wesen ist, steht es einem aber frei, irgendein anderes Fragment zu wählen, was dann wieder die jeweilige Realität darstellt, wenn man dort lebt. Und hier Quererinnerung zu dem Salvia-Bericht, der es wirklich wert ist, gehört zu werden für die Welt von jemand, der in 45 Sekunden in unserer Welt ein 8 Jahre andauerndes reales Leben als eine andere Person geführt hat, mit Arbeit, mit Freunden, mit Musikinstrumenten, die er gelernt hat. Und er konnte sich zu 100% daran erinnern und hatte in dem neuen Leben sein altes Leben schon vergessen. Nur um zu erinnern, wie mächtig das ist. Und die Idee ist, dass wir uns davon nicht passiv in Realitäten platzieren, sondern dass wir das bewusst erschaffen. Nämlich indem wir das, was absolut körpereigen, diese Wahrnehmung, diese Mechanik einverleiben. Und wir nennen es hier Salvia, weil damit lässt sich all dieser Effekt auf ein Wort beschreiben. Ich bin ein Haufen Ziegelsteine. März 2011. Meine heutige Reise. 0,3 Gramm Blätter, ich ging zur Salvia-Hütte runter. Und während ich rauchte, riss es mich nach links, ich fiel von der Bank herunter und war mit einem Schlag ganz drüben in der Salvia-Welt. Die Göttin tauchte links von mir auf, als eine Art Ecke, die aus Licht bestand und weibliche Aura hatte. Sie sagte, komm mit, ich muss dir was zeigen. Die Göttin gab mir zu verstehen, dass sie mich heute noch ein Stück weiter wegtransportieren möchte. Dazu musste sie mich aber erst noch in die richtige Verpackung geben, sagte sie mir. Daraufhin verwandelte ich mich in ein Objekt, das teilweise ein alter Kachelofen war, teilweise ein Baum und teilweise ein Mensch,
Zumindest der Kopf war von einem Menschen. Dieser Mensch war aber nicht mehr ich, sondern durchlebte dabei das Leben eines anderen Menschen, den ich jedoch nicht kannte. Ich, also dieses Objekt, war in diesem Moment räumlich und zeitlich nicht genau zu lokalisieren. So wie ein Objekt eine gewisse räumliche Ausdehnung hat, hatte ich auch eine zeitliche Ausdehnung. Ich begann in der Vergangenheit einer Parallelwelt aus der Kindheit, erstreckte mich über die Gegenwart unserer Welt und ein Stück in die Zukunft einer Welt, die ich nicht kannte. Dann drückte mich die Göttin durch die Dimension hindurch, von derselben Welt heraus in so eine Art Hyperraum. In diesem Hyperraum war die Salvia-Welt, unsere Welt und noch unzählige weitere Universen. Die Universen dort, sowie auch die Salvia-Welt, hatten das ganz klassische Universum-Modell, eine Art Seifenblase oder Luftballon, der sich ausdehnt. Die Salvia-Göttin presste mich also in dieses Universum hinein, wie in einen Luftballon, und knüllte dann das ganze Universum zusammen, sodass ich in dieser Membran verpackt war. So ähnlich wie man eine Kartoffel in einer Alufolie verpackt, bevor man sie im Feuer braten kann. Dann nahm sie mich und schmiss mich weg wie einen Ball. Im nächsten Moment befand ich mich in einer anderen Parallelwelt, die ich aus Sicht des Menschen, der ich jetzt teilweise war, aus der Kindheit kannte. Es war eine Wiese, auf der zwei Grundstücke waren, mit jeweils einem Haus. Im Leben der Person, die ich teilweise war, lebte ich in der Kindheit dort und fühlte mich zu Hause. An der Grundgrenze zwischen den beiden Grundstücken stand ein Mann, der aus Ziegel eine Mauer baute. Er sagte: "Ich bin der Mauerbauer und ich muss diese Mauer fertig bauen." Jetzt kommt das Krasseste vom ganzen Trip. Ich verwandelte mich plötzlich in einen Haufen Ziegelsteine. Mit einem Schlag war ich der Haufen Ziegelsteine, der neben dem Maurer lag. Das fühlte sich so normal und real an, dass man sich's nüchtern gar nicht mehr vorstellen kann. Es war absolut real. So wie ich jetzt jeden Körperteil spüre, spürte ich dort jeden Ziegelstein, der ich war. Daraufhin bekam ich einen Lachkrampf. Ich sagte zum Maurer: "Stell dir vor, ich bin ein Haufen Ziegelsteine. Ich bin echt ein Haufen Ziegelsteine." Der Maurer nahm daraufhin ein paar Ziegelsteine, als ob das das Normalste wäre, und wunderte sich gar nicht darüber. Er baute einfach an seiner Mauer weiter. Ich musste daraufhin noch stärker lachen. Ich quiekte wie ein junges Ferkel vor Lachen, ich konnte nicht mehr aufhören. Wie er diese Mauer baute, wirkte irgendwie sehr verspielt. Dabei rief ich immer und immer wieder: "Wahnsinn, ich bin echt ein Haufen Ziegelsteine", und kugelte herum vor Lachen. Dann war ich plötzlich die Mischmaschine, die neben dem Maurer stand. Ich spürte körperlich, wie er eine Schaufel Beton aus mir herausnahm und ihn auf der obersten Ziegelreihe verteilte, um neue Ziegel draufzusetzen. Das Ganze ging dann einige Minuten dahin, und dann war mit einem Schlag der Trip vorbei und ich öffnete die Augen. "Ich warte, aber du kommst nicht, weil du schon wieder eine Tüte Realität geraucht hast." April 2011. Joint mit 0,3 Gramm Blättern. Ich sagte laut: "Das ist schon wieder diese linke Welt." Dann rollte ich mich zusammen und fiel nach links von der Bank runter. Plötzlich war ich ein Zaun. Ich war ein dunkelgrüner Maschendrahtzaun, der aufgerollt auf einer Stange an der Grundstücksecke von dem Haus auf einer grünen Wiese stand. Das kam mir alles soweit normal vor. Mir war nicht klar, dass ich auf einem Trip bin. Ich war zu Hause, bei dem Haus, das ich schon immer kannte. Und ich war halt ein Zaun. Im nächsten Moment war ich ein Stück Flüssigmetall, wie bei Terminator, und lag auf dem Gehsteig vor dem Haus. Die Salvia-Göttin wollte mit mir spazieren gehen, wie mit einem Hund. Ich verformte mich aus diesem Flüssigmetall in eine Form ähnlich wie ein Dackel. Und wir spazierten am Gehsteig entlang. Plötzlich hielt ich an und war über etwas extremst erstaunt. Ich erkannte, dass die Realität, in der ich hier bin, nur so eine Art zweidimensionale Fläche ist, die eingebettet ist in einen höherdimensionalen Raum. Ich war auch kein gewöhnlicher Flüssigmetallhund, der normal auf der Oberfläche des Gehsteigs läuft, sondern ich war unter dieser Art Teppich oder Leintuch, was die Realität darstellte. Ich richtete mich auf die beiden Hinterpfoten auf,
und erkannte plötzlich, dass ich mich aus der Realität heraus erheben kann und erkennen, was für ein kleines Fragment von der Gesamtheit das eigentlich nur ist. Das war von der Erkenntnis her so, wie wenn ein 2D-Wesen plötzlich erkennt, dass die 2D-Fläche, auf der es sein Leben lang gelebt hat, in einem 3D-Raum ist. Ähnlich war es bei mir, nur dass es kein Übergang von 2 auf 3D war, sondern von 3D auf ND, auf unendlich viele Dimensionen. Das ist immer die Phase vom Trip, die man kaum beschreiben kann. Es wird einem ungeheuer intensiv klar, dass man mit Hilfe von Salvia echt hinter die Kulissen der Realität blicken kann. Und das was ganz Besonderes ist, was nur wenige Menschen erleben dürfen. Die Göttin wollte weitergehen und sagte, »Na komm schon, wir gehen weiter.« Doch ich stand immer noch wie gebannt da und staunte nur noch. Dabei ist es so logisch, was die Realität ist. Es ist so ähnlich, wie wenn man nach dem Tod aus dem Traum namens Leben aufwacht und plötzlich die Gesamtheit erkennt. So als könnte man um die Ecke blicken, was sich hinter dem relativ kleinen Fragment verbirgt, in dem man sein Leben verbracht hat. Salvia versetzt einen vorübergehend in einen sehr ähnlichen Zustand. Die Göttin wollte weitergehen und wurde langsam ungeduldig. Dann sagte sie, ich warte auf dich, aber du kommst nicht, weil du schon wieder eine Tüte Realität geraucht hast. Daraufhin bekam ich einen Hardcore-Lachkrampf. Ich schmiss mich am Boden herum vor Lachen. Dieser Satz war das Erste, was ich mir vorstellen konnte. Ich rief immer wieder, ha, eine Tüte Realität. Wie krass, und kugelte herum. Die Salvia-Göttin zerrte mich an der Hundeleine am Gehsteig hinter sich her, und ich als Dackel zappelte und bellte vor Lachen. Dabei war mir für einen Moment absolut klar, was eine Salvia-Reise nun genau ist. Es ist eine Unterbrechung des normalen Realitätsflusses, den man aus dem Alltag kennt. Etwa so wie ein Fisch, der sein Leben lang im Strom eines Flusses schwimmt, und dann kommt jemand und hebt ihn kurz aus dem Wasser heraus. Dann erkennt er plötzlich, dass es außer dem Fluss noch eine ganz andere Welt um ihn herum gibt. Und der Fluss nur ein kleines Fragment der Gesamtheit ist. Eine Tüte Salvia ist sinnbildlich eine Tüte Realität, weil sie einem die echte, die gesamte Realität zeigt. Nicht nur den kleinen Bach, in dem man sonst dahin schwimmt und überhaupt nicht mitbekommt, was außerhalb davon ist. Dann ließ die Wirkung spontan nach, war aber noch nicht ganz weg. Ich öffnete die Augen und wusste nicht, wer ich bin und wo ich bin. Ich stand auf und war der Meinung, dass ich ein Hologramm aus Star Trek bin. Ich wollte dann durch eine Wand von der Hütte hindurchgehen, was aber nicht ging. So torkelte ich wieder zurück und setzte mich auf die Bank. Dann stellte ich mir die Frage, was wohl ein Arzt sagen würde, wenn ich jetzt zu ihm gehe und sage, können Sie mir helfen? Ich bin ein Maschendrahtzaun. Das sorgte dann wieder für einen 10 Minuten Lachkrampf. Ich musste mich auf den Boden knien, weil ich nicht mehr sitzen konnte vor Lachen. Beim Runterkommen wurde ich dann noch einige Male in verschiedenen Zeiten und Leben hin und her geworfen. Ich war zuerst in Nordamerika im Wilden Westen, dann auf einem Fußballfeld und dann war ich jemand anderer in meiner eigenen Vergangenheit und so weiter. Das ging nochmal 15 Minuten so dahin. Ach so, ja. Ich bin ja ein Zaun. Juni 2011. Ich war gerade die Göttin besuchen und es war wie immer spektakulär. Mit einem Schlag setzte die Wirkung ein. Die Membran, die mich zuvor von links durchschnitt, war jetzt rechts von mir und hatte sich in eine glühende Wand aus rotem Licht verwandelt. Ich und diese Wand waren jenseits von Raum und Zeit. Wir waren in keinem Universum, sondern auf einer Art Portal, von dem aus man dann in irgendein Universum reisen konnte. Aus diesem Portal trat die Göttin hervor und sagte, jetzt roll ich dich dorthin zurück, wo du hingehörst. Sie suggerierte mir damit, dass mein derzeitiger Standort räumlich und zeitlich nicht definiert ist und auch meine Identität nicht. Sie wollte mir sozusagen eine Form und ein Zuhause geben. Die Göttin hatte so eine Spindel mit, auf der man einen Maschendrahtzaun oder einen Schlauch oder sowas aufrollen konnte.
Ich verstand zunächst nicht, wie sie mich als Mensch da aufrollen will, woraufhin ich sie ganz erstaunt fragte, wie und wieso willst du mich denn aufrollen? Im selben Moment erkannte ich die Sinnlosigkeit der eben gestellte Frage, denn ich sah mich um und merkte, dass ich ja ein langer Maschendrahtzaun bin, der etwas verdreht auf diesem Portal liegt. Ich musste brüllen vor Lachen. Die Göttin krümmte sich ebenfalls vor Lachen. Ich sagte zur Göttin, ach so, ja, ich bin ja ein Zaun. Okay, passt schon, roll mich auf. Wie konnte ich nur vergessen, dass ich ein Zaun bin? Die Göttin meinte daraufhin, dass sie noch nie ein Zaun so einen Unsinn gefragt hätte. Woraufhin ich noch viel mehr lachen musste. Während sie mich aufrollte, wurde dieses Salvia-typische Außerhalb-vom-Universum-Gefühl immer intensiver. Nachdem sie mich nun fertig aufgerollt und quasi versandbereit gemacht hatte, begaben wir uns vom Portal zurück in eine Welt. Die Göttin brachte mich nun an eine Ecke der Wiese. Sie wollte dieses Grundstück neu einzäunen. Also rammte sie mich erstmal in einer Ecke in den Boden hinein und begann dann wieder, mich von dieser Spindel abzurollen und mit mir das Grundstück einzuzäunen. Das Ganze war sehr schmerzhaft und real. Gleichzeitig musste ich immer noch wie ein Irrer lachen, weil ich vorhin echt vergessen hatte, dass ich ein Zaun bin. Als die Göttin mit dem Einzäunen des Grundstücks fertig war und ich ganz abgerollt war, ging sie rüber zum Fluss und hob mit beiden Händen einen Haufen Schlamm und Algen heraus. Plötzlich war ich dieser Schlammhaufen, den sie in den Händen hielt. Ein ungeheuer starkes Gefühl von göttlichem Respekt, aber auch von Geborgenheit und Vertrautheit setzte ein. Ich kannte dieses Gefühl von früheren Reisen. Das ist die eigentliche Existenz, die Allmacht, die alles formen kann, wie sie will. Während sie mich in den Händen hielt, gab sie mir zu verstehen, dass die Salvia-Welt kein Zufluchtsort ist, sondern dass es eine Art Schule ist und man sich anstrengen und alles geben muss, wenn man hierher kommt. Man kommt hierher, um was zu lernen, um geistig zu wachsen, und man muss sich regelrecht durchficken lassen, um in die nächste geistige Ebene emporzusteigen. Auch gab sie mir zu verstehen, dass ich generell wieder selber mehr aktiv in die Hand nehmen soll und nicht zu faul und passiv sein soll. Über diese Worte dachte ich beim Nachhausegehen nochmal nach, und damit hat sie wirklich recht. Das werde ich mehr beherzigen. Das ist das Besondere an Salvia, dass man davon echt was lernen kann und Hinweise bekommt, die man auch im realen Leben umsetzen kann. Ich gehe lieber zur Göttin als zum Psychiater. Jetzt bist du wieder zu Hause. Juli 2011. News aus der Salvia-Welt. In der Salvia-Welt war ich ein Mann mittleren Alters, der mir bekannt vorkam. So als ob mein jetziges Ich, das in einem früheren Leben in einer anderen Welt gewesen wäre. Ich hockte auf allen Vieren am Boden eines schwarzen Raums. Die Göttin sagte zu mir, jetzt bist du wieder hier zu Hause. Ich fühlte mich absolut geborgen und die Welt war mir absolut vertraut. Mir wurde wieder einmal klar, dass hier das echte Leben und das echte Zuhause ist. Dieses Leben, in dem ich gerade jetzt den Tripbericht schreibe, ist nur ein kurzer Abstecher in eine andere Welt. Das Leben ist quasi der Trip und mit Salvia kehrt man wieder nach Hause zurück. Ich kniete weiterhin in der Salvia-Welt als dieser andere Mensch am Boden und mein Oberkörper begann sich jetzt aufzulösen und sich in Fragmente aus Realitäten zu verwandeln. Das waren zähe Fragmente wie Teig, die aus Realität bestanden. Es war eine Mischung verschiedenster Realitäten, aus Parallelwelten, aus anderen Zeiten, anderen Leben, anderen Universen. Einige dieser Realitätsfragmente, die von meinem Oberkörper herunterhingen, waren deutlich größer als die anderen. Die Göttin nahm dieses Fragment und breitete es vor mir aus. Es war eine Wiese, die mir sehr vertraut vorkam, aus einer früheren Kindheit, in einem anderen Leben. Die Göttin nahm einen alten Schubkarren und fuhr mit ihm auf der Wiese herum.
Während sie das tat, begannen sich alle Realitäten, die von mir runterhingen, in einen Strudel ineinander zu verwirbeln. Ich war schließlich Bestandteil von einem typischen Salvia-Wheel, also ein Salvia-Rad. Dieses Salvia-Wheel, von dem ich nun ein Bestandteil war, begann sich immer schneller und seltsamer zu drehen, und die Göttin schubste es noch zusätzlich an. Ab jetzt ist der Trip nicht mehr mit Worten beschreibbar. Ich war in unzähligen Welten, Leben, Zeiten und so weiter gleichzeitig. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren und war der Meinung, dass ich schon ewig hier bin und jetzt besser gehen sollte. So sagte ich zur Göttin, ich glaube, ich sollte es besser wieder nach Hause gehen. Die Göttin sah mich ganz verdutzt an und meinte, wieso? Du bist doch zu Hause. Ich blickte mich um und merkte, dass sie recht hat. Ich war wirklich zu Hause, nämlich in der Salvia-Welt. Das sorgte dann für einen ungeheuren Lachkrampf. Das ist typisch für Salvia, dass solche absurden Logiksachen als extrem lustig empfunden werden. Wie ein Antiwitz. Die Salvia-Welt hat schon ihren eigenen Humor. Dann öffnete ich die Augen und lag patschnass und verdreht am Boden. Auf dem Heimweg überlegte ich noch eine ganze Weile, wer ich bin und was es überhaupt sein soll, wo ich hier bin. Dann kam ich nach Hause und begann, diesen Bericht zu schreiben. Auf einmal ist man wieder hier. September 2011. Ich rauchte in der Salvia-Hütte einen Joint mit 0,2 Gramm. Diesmal begann die Wirkung direkt mit einer Metamorphose. Ich hatte noch die Augen offen, den Joint fast zu Ende geraucht, als ich plötzlich eine andere Person war. Ich kannte diese Person nicht und noch weniger kannte ich aus der Perspektive dieser Person die Umgebung, in der ich mich befand. Ich blickte den Joint in meiner Hand an und wusste nicht, was das sein soll und was ich damit anfangen soll. Schließlich ließ ich ihn fallen und schloss die Augen. Im nächsten Moment war ich Bestandteil eines Salvia-Wheels. Ich und das Salvia-Wheel, von dem ich nun ein Bestandteil war, kugelten schließlich nach links in eine Art Portal-Wurmloch hinein, welches in die Salvia-Welt führte. In der Salvia-Welt angekommen, stellte ich fest, dass ich wieder in meiner eigenen Kindheit, in der Vergangenheit war. Aber es war nicht die Kindheit in diesem Universum hier, sondern die aus einem Paralleluniversum mit sehr ähnlichem Verlauf. Das ist immer so schwer zu beschreiben. Eventuell war der Unbekannte, der ich nun war, ich, nur eben das Ich aus diesem anderen Paralleluniversum. Jedenfalls stand ich in der Vergangenheit in diesem Universum auf meinem eigenen Grundstück. Sogar das Haus und der Garten mit den Blumen bei der Einfahrt sahen detailgetreu aus, wie Ende der 80er Jahre. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir so viele rote Tulpen bei der Einfahrt hatten. Aber in diesem Moment erkannte ich es wieder. Ich war echt dort. Auch mein Geist schien sich irgendwie rückentwickelt zu haben. Alles war kindlich und verspielt. Mir fiel auf, dass ich jetzt keinen Körper mehr hatte, sondern nur noch ein geistiges Wesen war. Ich versuchte, meine Arme und Beine zu erblicken, aber musste feststellen, dass ich keine hatte. Ich war ein Geist. Ich schwebte auf einer Höhe von etwa 2 Metern zur Einfahrt hinein, auf das Grundstück. Während ich mich auf das Grundstück zubewegte, erschien auch schon die Salvia-Göttin. Ich wusste sofort, hier bin ich in Wirklichkeit zu Hause. Das Zuhausegefühl wurde noch stärker und ich rief voller Begeisterung, auf einmal ist man wieder hier. Die Göttin bestätigte das mit einem Kopfnicken. Recht viel mehr redete sie heute nicht, weil sie sehr beschäftigt war. Sie baute mitten im Garten eine kleine Mauer aus Ziegelsteinen und sie gab mir zu verstehen, dass es extrem wichtig ist, dass diese Mauer fertig wird. Sie arbeitete wie wild an der Mauer, einen Stein nach dem anderen setzte sie drauf, während sie nebenbei noch anmerkte, Hauptsache in der Salvia-Welt passt alles. Erstaunlich sind die Parallelen bei den Trips. Ich habe schon in vielen Berichten gelesen, dass in der Salvia-Welt Mauern gebaut werden. Auch ich hatte das zuvor schon erlebt. Maurer scheint dort ein weit verbreiteter Beruf zu sein. Ich muss jetzt deine Gedanken reinigen.
September 2011. Meine heutige Reise. Ich war also nun aus meiner Realität herausgerissen worden und betrachtete das Salvia-Wheel, wie es sich schneller und schneller zu drehen begann. Es sah so aus, als würde es aus einzelnen Buchseiten bestehen. So eine Art in sich gedrehtes Buch, bei dem jede Seite eine mögliche Realität ist. Während ich dem Salvia-Wheel zusah, wie es sich drehte, sagte die Göttin: Ich muss jetzt deine Gedanken reinigen. Daraufhin fuhr sie von vorne mit einer Art Mähdrescher auf mich zu und begann mich zu kämmen. Die einzelnen Stäbe des Rotors vorne, die bei genauerem Betrachten wie lange Kämme aussahen, kämmten durch den Kopf des Menschen, der ich nun war. Dabei wurden einige Realitätsfragmente aus meinem Kopf herausgerissen und in den Mähdrescher hineingezogen. Das war unangenehm, aber gleichzeitig musste ich lachen, weil das so abgefahren war. Ich wurde nun also mit einem Mähdrescher gekämmt und schaute nebenbei noch dem Salvia-Wheel zu, wie es sich drehte. Ich bekam eine ziemliche Angst, dass ich vielleicht nicht mehr in die richtige Buchseite, also meine Realität, zurückfinden könnte. Doch dann begann die Wirkung relativ schnell nachzulassen. Die nächsten drei Berichte wurden als erstes gleich vertont. Drum überspringen wir die hier. Und die findet man am Ende von Klartraum 0, Salvia-Göttin 2. Verstorbene auf der Reise getroffen. März 2012. Sublinguale Reise mit Extrakt. Begonnen hat es wieder mit einer sehr tiefen, salviermäßigen inneren Ruhe und völliger Distanzierung vom Alltag. Das Denken wurde zunehmend unlogisch, metaphorisch, verspielt und einfach salviertypisch. Die Gedanken wurden in einen Tunnel nach links hineingezogen. Dann kamen auch schon die ersten richtigen Visuals. Wie beim letzten sublingualen Trip hatte auch dieser Trip schon wieder mit Uhren zu tun. Eine riesige Palette aus Pendeluhren, die genauso aussahen wie die alte Pendeluhr mit Holzrahmen, die im Wohnzimmer hängt. Und diese Pendeluhren waren vor mir aufgestapelt. Eine unsichtbare Entität wühlte in diesem Stapel Uhren herum und schien eine bestimmte zu suchen. Es schien, als ob jede dieser Uhren eine eigene Zeit in einer eigenen Welt repräsentiert. Diese typische Salvia-Metaphorik. Erinnerung zuvor bei einer der Trips: Ich bin der Uhrenklauber, der in den Uhren nach den die Realitäten raussucht. Jetzt wurde es richtig interessant. Mir erschien auf der linken Seite plötzlich meine Großmutter, die vergangenen Dezember verstorben war. Sie lachte freundlich und schien erfreut über meinen Besuch. Ich stand neben ihrem Haus auf der Straße und sie stand davor beim Zaun. Sie sah einige Jahre jünger aus. Es war nicht direkt das Haus und nicht direkt auf dieser Welt hier, sondern es war eine Parallelwelt mit sehr ähnlicher Geschichte. Vor dem Zaun öffnete sich ein weißer, blasser und doch erkennbarer Zeittunnel. Ich schwebte mit ihr durch diesen Tunnel hindurch und folgte ihr bis zur Hausecke. Dabei hatte ich das Gefühl, durch ihre Vergangenheit zu ihrer Kindheit zu reisen und dabei ihr Leben durchzuleben. Dann verblasste sie allmählich und ich verließ den Zeittunnel wieder durch einen Ausgang, der aussah wie ein eingeschlagenes Loch in einem Glasfenster. Jetzt wurde es richtig spektakulär. Ich war auf einmal bei der Salvia-Hütte unten, zwischen Teich und Hütte. Es schien, als ob sich an diesem Ort mehrere Welten überschneiden. Einerseits war dort die Salvia-Hütte und gleichzeitig drängte sich auf der Wiese daneben eine andere Realität durch. Es war ein Ausschnitt von einem Büro mit einem Bürotisch. Es erinnerte mich an das alte Büro in der Firma meines Vaters, aber es war auch nicht direkt aus dieser Welt, sondern aus einem Paralleluniversum in der Vergangenheit. Auf einem grünen Bürotisch in diesem Büro, das jetzt teilweise auf der Wiese war, saß mein verstorbener Vater und arbeitete eifrig. Ich war überrascht, gerührt und Salvia zutiefst dankbar, dass ich ihn nach über 2 Jahren wieder einmal sehe. Er lächelte mich an, schien ebenfalls sehr erfreut über den Besuch.
und gab mir telepathisch zu verstehen, dass es ihm sehr gut geht und dass ich vor dem Tod keine Angst haben muss. Das war wirklich ein Erlebnis, wofür ich Salvia wieder mal zu großem Dank verpflichtet bin. Dann war ich wieder auf meiner Bettkante und erlebte ansatzweise einige Metamorphosen. Zuerst war ich ein Teddybär in meiner Größe und dann eine Art verwilderter Urmensch aus einer anderen Zeit mit langen Haaren und Bart. Allmählich verblasste die eigentliche Wirkung und ich legte mich schlafen. Heute Morgen fühle ich mich topfit und geistig erfrischt und bin dankbar für diese Reise.